Hi Leute, ihr könnt es vielleicht schon sehen, die Sonne knallt und es ist heute so heiß, dass ich nur noch im T-Shirt herumlaufen kann. Es ist dieses Jahr wieder soweit und zwar der Frühjahrsputz im Zelt 2017. Dieses Jahr einige Tage früher als vor 2 Jahren beim allerersten Mal, aber der Tag ist so geil, dass ich ihn heute wirklich dafür nutzen musste. Wie immer werden Kylon und ich unsere 3 Zelte auspacken, aufbauen und von vorne bis hinten richtig sauber machen. Und ihr seid natürlich wieder mit dabei, also lasst uns keine Zeit und keine Sonne verschwenden und lasst uns unsere Zelte sauber machen. Traditionsgemäß beginne ich damit, den Aufbau meines Robenszeltes im Zeitraffer zu präsentieren. Es hat ein weiteres Jahr durchgestanden und hat kaum Beschädigungen erhalten. Ich denke, es wird mich noch viele weitere Jahre begleiten. Mein 2-Zelt, das Aleva Micra, war zwar noch nicht oft im Einsatz, aber bei jedem hat es sich bisher bewährt. Ohne die Regenplane hat man eine besondere Panoramaaussicht auf die Landschaft und nachts auf die Sterne. Wenn der Sommer dieses Jahr trocken wird, werde ich nur noch mit diesem Zelt unterwegs sein. Nach vielen Jahren ist Kylons Hilleberg Nomad 2 noch immer im Einsatz und es zeigt kaum Altersschwächen. Es musste schon viel durchstehen, aber es bietet uns weiterhin optimalen Schutz bei extremen Wetterbedingungen. Ich kann es immer wieder nur betonen, dieses Zelt ist ein absoluter Traum für jeden Abenteurer. Ah, da stehen sie, die 3 Abenteuerzelte. Also irgendwie, immer wenn ich meine eigenen Zelte hier draußen so aufgebaut sehe, dann bekomme ich wieder so richtig, richtig Lust, irgendwo draußen in der weiten Welt eine Abenteuerreise zu unternehmen. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber bei mir ist das auf jeden Fall immer so. Ah, jetzt werde ich natürlich ein bisschen sentimental, aber dafür habe ich keine Zeit, denn die Zelte, die lagen jetzt eine Weile lang rum, die miefen ein bisschen, die haben auch noch ein bisschen Dreck dran und deswegen muss ich die jetzt unbedingt sauber machen. Aber erst einmal alle Zelte aufmachen, damit so ein bisschen der Geruch des Winters da rausgeht. Mmh. Der typische Geruch, wenn ein Zelt eine lange Zeit lang stand und man es dann zum ersten Mal aufmacht. Nicht gerade angenehm, aber genau deswegen muss ich es lüften. Am besten mache ich auch drin alle Lüftungen offen, auch wenn es riecht. Die geniale Belüftung beim Robin sorgt dafür, dass der Mief ziemlich schnell draußen ist. Und das Aleva ist eine einzige Belüftung für sich. Das Schöne ist, da das Aleva aus 2 Teilen immer aufgebaut wird, kann es nicht so sehr miefen. Und? Ja, hier drin ist nichts an Geruch da, aber trotzdem ist es mal schön, das Zelt hier durchzulüften. Kylon war beim Winter unterwegs, deshalb sollte sein Zelt nicht ganz so streng müffeln. So, jetzt kommen wir nicht mehr ich mal dran. Ja gut, mein Zelt sollte nicht so riechen, aber dann wollen wir jetzt mal sehen. Man weiß ja nie. Ich habe es jetzt schon seit 1 Woche nicht benutzt, aber vor 1 Woche war es aktiv im Gebrauch. Nicht so wie das Robinson Don. Das macht er eigentlich während des Winters. Baut er das nie auf, das Ding. Ist irgendwie seltsam. Oh, mein schöner Palast. Es ist ein bisschen dreckiger als die vom Don, aber dafür riecht es nicht mal annähernd so schlimm wie das Robins. Boah. Ich gehe auf Volllüftung. Ah.
Jetzt wird es erstmal Zeit, wie immer, das Zelt erstmal von dem groben Schmutz zu befreien. Und das mache ich hier mit dem Staubsauger. Dafür habe ich auch so einen kleinen Aufsatz, damit im Zelt nichts passiert. Und wichtig, falls ihr das bei eurem Staubsauger einstellen könnt, es gibt eine Minimum- und eine Maximumstärke. Und am besten bewegt ihr euch so im ersten Drittel, damit ihr nicht mit zu viel Kraft saugt und damit ihr nichts am Zelt beschädigt. Und ich würde sagen, los geht's! Im Robens ist noch einiges an Dreck, da ich damit ein paar Mal in den Bergen unterwegs war. Aber zum Glück ist die zu saugende Fläche klein und ich bin schnell fertig. Im Salewa liegen nur ein wenig Sand und ein paar Fussel vom Schlafsack. Ansonsten ist es lupenrein sauber. Zum Glück staubsaugt Kylon nicht mit den Füßen, obwohl ihm das zuzutrauen wäre. Nachdem der gröbste Dreck weggesaugt wurde, ist es Zeit, die Zelte mit einem Lappen auf Hochglanz zu bringen. Im Robens hat sich viel Schmutz an den Wänden abgelagert, weshalb ich hier viel Zeit investieren muss. Außen ist es deutlich sauberer, aber auch hier muss ich Insektenkot und Schneckenschleim entfernen. Guckt euch an, wie schön wasserabweisend die Hülle hier noch ist. Das Wasser perlt wunderbar ab und sammelt sich nicht so richtig. Das macht es natürlich schön einfach, den Dreck hier wegzukriegen. Okay, innen ist mein Salewa-Zelt ziemlich sauber. Da brauche ich nichts zu machen. Nur von außen ist es ein bisschen dreckig geworden. Und da brauche ich nur etwas mit dem Lappen drüber zu gehen. Und dann sollte das auch schon weg sein. Da es noch nicht so oft im Einsatz war, ist das Salewa nicht so verdreckt. Weil es aber dank seiner Farbe gut Insekten anzieht, klebt an der Außenhülle noch so manches totes Insekt. Kylon, hol den Hochdruckreiniger. Damit geht's schneller. Dann spritzen wir das Teil schnell ab. Kein Problem. Ich drehe das Außenzelt einmal um, damit ich die Innenseite leichter säubern kann. Und dann ist Kylon mit seinem Palast dran, der eine ordentliche Grundreinigung dringend benötigt. Ja, sehe schon ein paar kleine Löcher in der Außenhülle. Ich muss immer noch mal flicken. So. Alter, du hast da Kaffeeflecken, Chipsreste. Ey, ich feier hier drinnen nicht. Ich schlafe. Abhängen ist einfach, aber danach wieder dranhängen ist lästig. Trotzdem muss es gemacht werden, damit Kylon das Innenzelt leichter von unten abwischen kann. Dabei kann er direkt kontrollieren, ob am Boden keine Kratzer oder Löcher entstanden sind und ob die Versiegelung der Nähte noch überall hält. Auch das Außenzelt will sauber gemacht werden, doch dieser Schmutz hält sich hartnäckig, seit Kylon damit in Südamerika unterwegs gewesen war. So, jetzt komme ich zu meiner Lieblingsecke. Brasilien. Das Ding hat sich seit 3 Jahren nicht verändert. Und egal, was ich mache, es bleibt. Ja, hier ist das Loch, das ich von innen sehen konnte. Aber größer kann es nicht werden, weil es genau in einem dieser Quadrate ist, die halt das Reißen verhindern sollen. Wer ein Innenzelt als Superhelden-Cape benutzt, kann es auch in Lichtgeschwindigkeit wieder einhängen. Zumindest ist Kylon dieser festen Überzeugung. So. Alle 3 Zelte sind jetzt wieder richtig ordentlich sauber und bereit für die nächsten Abenteuer. Ich freue mich schon. Wie gesagt, wenn ich die Zelte so aufgebaut sehe, dann schweifen meine Gedanken schon irgendwo in die fernsten Weiten dieser Welt und ich habe richtig, richtig Lust, wieder zu reisen. Und das werde ich dieses Jahr auch ganz gut machen. Du. Es gibt hier gleich einen Trip, du.
Okay. Du guckst mich an und lass. Das ist genauso wie beim Feuerball. Genau dasselbe. Ja. Warum keiner weiß warum? Selbst ich nicht. Ich auch nicht. Kein Scherz. Die wollen dich auch mal für eine längere Zeit quasseln hören. Wer will das denn? Lauter. Wer will das denn? Genau. Okay. Die ganze Scheiße auf Ball. Damit ich Bescheid weiß. Hallo. Hallo. So, bereit? Ja. 3. Jetzt hör auf, mit deinen Füßen den Staubsauger zu reparieren. Fußkünstler Kylon. Nimm doch gerade den Beutel mit deinen Füßen da raus, also. Los, machen wir den Abschluss, ich will auch pennen. Okay. 3, 2, 1. So, da haben wir es doch endlich geschafft. Und was denkst du, Kylon? Ja, nicht schlecht. Also wir haben lang genug gebraucht, um ihn jetzt sauber zu bekommen. Es war ein Heidenarbeit und hat gut 3-4 Stunden gedauert. Ich weiß nicht, wie lange wir dran waren, aber die Sonne ist schon fast untergegangen. Ja, ihr könnt die gerade nicht sehen, aber hier läuft eine Amsel einfach nur einen Meter von mir entfernt jetzt an mir vorbei. Das ist der Hammer. Die lief schon die ganze Zeit, während wir unsere Zelte sauber gemacht haben. So dazwischen hin und her, die ist richtig neugierig. Aber das finde ich cool, wenn Tiere so zutraulich sind, dass sie einfach mal so nah an einen herangehen, ohne jetzt wirklich Angst zu haben. Aber um Tiere geht es nicht. Es geht um unsere Zelte. Die sind jetzt wieder tipptopp fertig und ich freue mich wirklich auf die nächsten Abenteuer. Wie sieht's bei dir aus? Ja, vor allem, bald geht's richtig ins Ausland, zum Beispiel jetzt Frankreich, in die Provence oder auch, was ich unbedingt mal machen will, Unterwasseraufnahmen machen. Richtig schön Korallenriff mit Tauchausrüstung und dann runter und alles aufnehmen, was da unten ist. Oh ja, das wäre nicht schlecht. So ein richtiges Abenteuer unter Wasser mit Tauchgängen und Sauerstoffflasche und alles, was dazu gehört. Das fände ich auch geil, ja. Und dann fast ertrinken. Ah, das stelle ich mir schön vor. Oh ja, aber da können wir unsere Zelte wiederum nicht mehr gebrauchen. Ich tue meins auf dem Wasser aufbauen. Einfach so über beim Boot oder sowas einfach da drauf. Das stimmt, mit einem Hilleberg kann man sogar sowas machen. Glaube ich zumindest. Naja, aber auf jeden Fall schön und danke, dass ihr mit dabei wart. Mit den Zelten werden wir, denke ich, noch viele, viele geile Jahre erleben, denn die werden uns weiter unsere treuesten Begleiter sein. Denn nicht vergessen, es sind unsere mobilen Häuser auf unseren Reisen. Und ich denke, wir beide fühlen uns da ziemlich wohl drin. Also besonders klar, er mit dem Hilleberg sowieso. Ich habe genug Platz für mich, also das muss ich sagen. Ja, aber ich kann jetzt auch nicht klagen. Also wenn ich nur schlafen will, nehme ich meinen Robens. Und wenn ich ein bisschen Platz haben will und vielleicht schlechte Tage überdauern will, dann ist das Aleva natürlich perfekt. So, und ich freue mich wirklich auf die neuen Reisen. Da die Zelte jetzt bereit sind, kann das nächste Abenteuerjahr so richtig beginnen. Und ich hoffe, dass ihr bei all diesen Abenteuern natürlich mit dabei seid. Also, wir sehen uns, wo auch immer wir uns auf der Welt gerade befinden.